selbstgemachter Zwiebelfleischkäse. Seid gespannt und begleitet mich vom Bollefleisch bis zum fertigen Fleischkäse. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Und sogleich kümmern wir uns um die Gewürze. Die messen wir ab für ca. 3 Kilogramm Fleischmasse. Die wichtigsten Gewürze sind Pökelsalz und Pfeffer. Und es gibt auch noch andere Gewürze, die für den Fleischkäse recht wichtig sind. Falls es jemand interessiert, die Stärke nehme ich wegen Bindungsgründen. Die Bindung zwischen Fleisch und Fett ist sehr wichtig. Und wegen dem Kardamom, dann nehme ich dann den Mörser, um den Kardamom klein zu bekommen. Das ist zwar ein bisschen anstrengend, aber lässt sich nicht vermeiden. Die Zutaten nachlesen möchte, der schaut hier nachher im Video in der Beschreibung nach, dort werde ich sie dann aufführen. Jetzt kommen wir zu einem der Hauptdarsteller, und zwar das ist die Zwiebel. Die werden wir schälen, in grobe Würfel schneiden und dann in der Pfanne kurz anbraten. Und die Zwiebeln danach abkühlen lassen. Die dürfen nachher nicht heiß weiterverarbeitet werden. Ganz wichtig. Gut, solange die Zwiebeln abkühlen, können wir den Fleischwolf schon mal zusammensetzen. Weiter geht's mit dem Schweinefleisch, mit dem Rindfleisch und mit dem Speck. Das schneiden wir in so große Stücke, so groß, dass der Fleischwolf nachher keine Probleme hat. Und dabei versuchen wir natürlich Sehnen und Knorpel herauszuschneiden, damit es nachher nicht im Fleischwolf hängen bleibt. Das ganze Fleisch und den Speck geben wir dann in eine Schüssel. Und später geben wir dann die Gewürze alle in diese Schüssel hinein und mengen das Fleisch mit den Gewürzen schön durch und geben dann das Fleisch in den Fleischwolf. Für später benötigen wir auch etwas Eiswasser und das bereite ich immer in so Plastikflaschen vor. Und wie schon angekündigt, geben wir jetzt die Gewürze in die Schüssel, außer das Backpulver und die Speisestärke. Die kommen erst später hinzu. So, und jetzt gut durchmengen. Und jetzt tritt der Fleischwolf in Aktion. Und zwar nehme ich eine Dreier-Lochscheibe dazu. Möglichst klein muss das Fleisch nachher sein.
Jetzt wird die Temperatur immer wichtiger, weil wir dürfen nachher nicht über 15 Grad liegen. Und deswegen wird das Eiswasser nachher richtig wichtig werden. Jetzt wird auch die Küchenmaschine vorbereitet, indem ich einfach die Edelstahl-Rührschüssel aus dem Kühlschrank nehme und auf der Küchenmaschine verriegle. Gleich danach können wir das Hackfleisch in die Schüssel geben und immer wieder Eiswasser mit hinzugeben. Und nicht vergessen, Temperatur kontrollieren. Wir dürfen nicht über 15 Grad kommen. Ja, jetzt kommt die Stärke und das Phosphat, sprich das Backpulver mit hinzu. Und das Phosphat entspricht dem Kutterhilfsmittel beim Metzger. Temperatur messen nicht vergessen. Und wenn wir eigentlich dann schon fast fertig sind, nach 20 Minuten durchrühren lassen, kommen die Zwiebeln mit hinzu. Gleich danach können wir auch schon die Backform vorbereiten, indem wir sie mit Öl einfetten. Und weiter dann gleich danach das Brett einfüllen, möglichst ohne Lufteinschlüsse. Traditionell drückt man dann noch ein Rautenmuster in die Oberfläche rein. Und ab damit in den Ofen. Und anfänglich stellen wir 160 Grad ein und lassen das Ganze hier circa für 10 Minuten lang bei 160 Grad schmoren. Und danach schalten wir das Ganze auf 120 Grad runter. Da wir hier einen 3 Kilo Brocken im Ofen haben nachher, belassen wir das Ganze nachher für 3 Stunden circa im Ofen. Berühmte Frage, wann ist das Ganze fertig? Ganz einfach, bei 70 Grad Kerntemperatur. Dann ist der Leberkäse fertig. Dann kommt der große Brocken aus dem Ofen heraus und dann fängt für mich immer der Kampf an, diesen Mockelfleischkäse aus der Form zu holen. Gar nicht so einfach. Und trotzdem wird es dann spannend, wenn wir ihn aufschneiden, ob der Fleischkäse auch noch so richtig rosa ist. Denn das sollte er sein. Gut, beim Probieren sind wir wieder angekommen. Sprich am Ende von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr mich dann abonnieren würdet. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.